Achtung, die Content-Schelle mit voller Breitseite kommt jetzt auf euch zu. Wir spielen heute X-Factor, ein neues Format auf Twitch und dadurch auch auf diesem YouTube-Zweitkanal, bei dem Leute mir Geschichten einsenden können, und ich muss entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Wir schauen jetzt einfach mal rein und in Zukunft erwartet euch noch viel krasserer Content. So sieht das Ganze aus und wir starten direkt ein. Rein. Bei einer wilden Schneeballschlacht habe ich ein Auge verloren. Tatsächlich ist es ja genau das, was in der Schule jedes Mal gesagt wird. Ihr könnt gerne mitraten. Wenn 3 cm Schnee liegen, wird immer gesagt, ey, werft nicht den Schneeball, da können Steine drin sein, sonst verliert ihr euer Augenlicht. Chat sagt Cap, True Cap. Ich glaube tatsächlich, dass es real ist, weil irgendwoher muss diese Sage von den Lehrern ja kommen. Man hat immer irgendeinen Übertreiber dabei. Ich glaube, es ist real. Es ist wahr. So, 1 von 1 richtig. No problemo. Ich war mit meiner besten Freundin im Wald und wir hatten Langeweile, weshalb wir tief in den Wald gegangen sind. Im Wald haben wir dann eine Hütte gesehen und sind da reingegangen, bis wir gecheckt haben, dass es für Bienen ist. War meine Freundin schon in der Hütte und wurde mehrfach gestochen. Das Miese war, dass sie eine Allergie hat und ich dann den Krankenwagen rufen musste. Entschuldigt bitte, es ist zu spät, als dass ich vernünftig lesen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, Chat sagt true. So lost. Ich glaube tatsächlich, dass es genug loste Leute gibt in meiner Community, denen das passieren könnte. Obwohl, man sieht es ja eigentlich von außen, ne? Wenn das wirklich für Bienen ist, dann fliegen die doch überall rum. Eher Cap, true. Alle sagen true, aber das würde sich auch niemand aus... Ich würde auf den ersten Blick wieder sagen, es ist true, aber weil der ganze Chat true sagt, sage ich, es ist falsch. Ha! 2 von 2, no problemo. Ich bin der Don in diesem Format. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr, Digga, wie soll ich das denn lesen, Alter? Nummer 3, Sommerzelten am See. In den Sommerferien eines Jahres haben ein paar Kollegen und ich beschlossen, an einem See für ein paar Tage zelten zu gehen. Zuvor haben wir uns reichlich mit Grillzeug, Snacks und natürlich auch mit etwas Alkohol eingedeckt. Als dann der letzte Tag am See gekommen war, beschlossen wir am Abend des Tages den restlichen Alkohol auszutrinken, um nicht alles wieder mit nach Hause nehmen zu müssen. Ach so, ja stimmt, weil die Flaschen kann man dann ja einfach am See liegen lassen, ne? Ah, ich verstehe. Gut, wenn die leer sind, dann kann man die nämlich einfach liegen lassen. Am Abend begannen dann alle reichlich zu trinken und das restliche Grillfleisch wurde ebenfalls gegessen. Gegen 3 Uhr morgens lagen wir dann alle in unseren Schlafsäcken in den Zelten und wollten eigentlich schlafen, als ich und 2 andere Kollegen plötzlich durch das viele Bier dringend auf Toilette mussten. Wir schlichen uns aus dem Zelt und stellten uns zum Pinkeln einfach an einen Baum, um nicht zum Toilettenhäuschen laufen zu müssen. Plötzlich hörte ich einen Schrei neben mir und suchte mein Handy raus, um zu sehen, was passiert war. Als ich nun nach einer Weile mit meinem Handylicht die Stelle ausfindig machen konnte, aus der Schrei gekommen war, sah ich, dass ein Freund von mir einem anderen Freund ans Bein gepinkelt hatte. Nach ein paar Sekunden Totenstille sagte der eine Freund, oh sorry, ich dachte, dein Bein wäre der Baumstamm gewesen. Standard-Story. Ich will nicht wissen, wie oft Leute schon angepisst wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Cap ist und dass die Geschichte 1:1 so passiert ist. Wir müssen bei einer 100% Quote bleiben und diese Geschichte ist... Warum? Warum? Es hätte niemand wissen können. 2 von 3. Ja, das war Nummer 1, die falsch war. Ich bin vor ein paar Jahren mit meiner Fam nach Johannesburg geflogen, um von dort aus in einen Safari-Park zu gelangen. Wir sind mit einer Einpropellermaschine in das Safari-Park geflogen. Vor dem Start waren die Piloten überfordert, eine Errorwarnung wegzubekommen und haben die ganze Zeit in so einem Buch herumgeblättert und danach irgendwelche Schalter bedient. Erst nach 15 Minuten haben die beiden Piloten eine Lösung gefunden. Nach dem Start sind wir mit dem kleinen Flugzeug in ein Gewitter geflogen. 1 Meter links und rechts von dem Flugzeug sind die ganze Zeit Blitze eingeschlagen. Hinzu kamen heftige Turbulenzen, die sich angefühlt haben, als wäre man auf einer Achterbahn. Man hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Flieger wird jeden Moment crashen. Nach einer Stunde sind wir endlich aus dem Gewitter herausgekommen und wurden mit einem unfassbaren Ausblick über den afrikanischen Busch belohnt. Selbst die Piloten haben ein Foto davon gemacht. Wir sind dann nach diesem Horrorflug zwischen Elefanten auf der Landebahn gelandet. Das hört sich so Cappity Cap Lord mäßig an, dass ich glaube, dass es true ist. Chat
sagt eher Cap. Kennt ihr die Story von Kelly und Jody? Die haben genau sowas erlebt, nur dass die wirklich um 5 cm dem Tod entkommen sind. Es war schlechte Sicht, die sind geflogen und die sind mit den Reifen von der einen Propellermaschine auf so ein Seil drauf und da weiter. Wären die ein paar Zentimeter weiter unten geflogen, wäre das Flugzeug komplett auf den Boden geklatscht. Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Es würde sich niemand aus den Fingern saugen. 75%. 75%. Ich bin der Don. Schwöre, der Chat wäre schlechter als ich. Ich muss gegen den Chat spielen. Nummer 5. Ich, männlich 15, habe bei einem langjährigen Freund übernachtet und aus irgendeinem Grund, ich hatte das noch nie, auf seiner Schlafcouch eingepisst. Ich bin dann morgens davon aufgewacht und habe versucht, etwas davon wegzuwischen und habe die Couch wieder eingeklappt. Es war eine doppelte Couch. Als er aufwachte, saß ich schon auf der zusammengefalteten Couch und war angezogen. Nicht er und niemand anderes weiß es bis heute. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Chat, die Abstimmung ist offen. War Alkohol im Spiel? Wurde nicht gesagt. Wäre das einfach so passiert mit 15? Cap, real, so wahr, das ist true. Chat sagt, die Geschichte ist wahr und ich glaube auch, dass diese Geschichte wahr ist. Es ist kein Problem. Bisschen Alk, wahrscheinlich ist true. Aus irgendeinem Grund passiert das vielen Leuten. Ich, männlich 17, verdiene im Monat zwischen 1.000 und 2.500 Euro mit Sneakern und nun, wie hat es gewonnen? Gebonnen. 2016 habe ich mein erstes Paar Yeezys bei Footlocker gekauft und damit hat meine Liebe bzw. meine Eltern nennen es Sucht begonnen. Ich habe dieses Paar dann weiterverkauft, nachdem ein Kumpel zu mir in der Schule meinte, wie ich mir das leisten könnte und er mir erklärt hat, dass dieses Paar bereits auf eBay für 400 plus verkauft wurde. Das war ein sehr, sehr langer Satz mit sehr wenigen Kommas. Plus, ich bin kein besonders guter Leser. Damit hat es begonnen. Bis zu genau vor einem Jahr habe ich das Ganze relativ normal angegangen. Immer zu Footlocker und Snipes des Vertrauens. Denke ich direkt, es ist Cap, weil zu Footlocker gehen, zu Snipes gehen, um ein Paar zu sichern. Welche Schuhe bekommst du bei Footlocker und Snipe? Footlocker, okay, maybe, aber... Die Läden hatten zu und ich habe zum ersten Mal die Online-Seite des Resellings kennengelernt und ich bin einer Cook-Gruppe beigetreten. Diese informiert dich über alle Online-Releases. Dort habe ich dann zum ersten Mal von Sneakerbotting gehört und habe mir dann auch einen gekauft. Ich habe ihn für $300 in einem sogenannten Group-Buy bekommen. Mit einem Bot habe ich relativ viele Paare bekommen. Um es kurz zu fassen, ich kenne meinen Postboten persönlich und sehe ihn täglich. Das hatte mir dann nicht mehr gereicht. An Weihnachten habe ich dann all mein Erspartes in einen Bot gesteckt, der knapp 1.400 Euro kostet. Und dieser schafft es nun, mir monatlich genug Schuhe zu besorgen, dass mein Profit im vierstelligen Bereich um die 2.000 liegt. Das war meine Story, wie ich innerhalb eines Jahres mit einem Bot, einem simplen Discord-Server und früh aufstehen mein erstes Auto finanziert habe. Die Story ist lang, aber es gibt für mich zu viele Ungereimtheiten. Chat entscheidet zu 82%, die Geschichte ist Cap. Ich glaube, wegen Footlocker, Snipes, dass es Trash ist. Jemand, der einen Bot hat, würde auch nicht schreiben, dass der Bot für 1.400 Euro es schafft, monatlich so und so viel Profit zu machen. Das ist nicht der Bot, der das macht, sondern dieser Bot muss eingestellt werden. Da müssen so Server und VPNs und keine Ahnung was mit drin sein. Es wirkt auf mich so, als wäre das jemand, der sich gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche damit beschäftigt hat. Aber ich glaube, er hätte es anders umschrieben, wenn es real gewesen wäre. 2016 gab es aber wahrscheinlich wirklich Yeezys bei Snipes und Footlocker. Ich sage, diese Geschichte ist wahr. Auch einfach, um anders zu entscheiden als der Chat. Ich begründe 5 Minuten lang, warum es falsch ist, will dann einfach nur gegen den Chat setzen und verliere. Perfekt. Kurze Geschichte, es kommt jetzt wieder nur auf den Kern an. Ich habe in meiner ersten praktischen Fahrstunde direkt einen Unfall gebaut. Sollte bei einer Kreuzung links abbiegen und bin dabei mit dem Gegenverkehr kollidiert. Hab leicht eine S-Klasse geküsst. Ich sag ehrlich, es fällt mir leichter, wenn die Geschichten ein bisschen länger sind und man sich mehr an so Kleinigkeiten aufhängen kann. Weil das kann definitiv passiert sein, das kann sich auch jemand einfach so ausgedacht haben. Chat sagt zu 65%, die Geschichte ist wahr. Und ich glaube, das kann passieren, weil ich bin in meiner Motorradprüfung, nachdem ich schon 3 Führerscheine gemacht habe, über Rot gefahren. Kein Witz, ich bin einfach über fucking Rot gefahren. Ich sage, es ist real. Gut, perfekt. Ich bin mal mit meinem Freund mit einem BMX in einen See gesprungen. Am Ende haben wir alle eine Geldstrafe bekommen, weil wir alte Omas gestört haben und die Polizei gerufen haben.
eine Geldstrafe bekommen? Warum würde man eine Geldstrafe bekommen, wenn man mit dem Fahrrad in einen See springt? Wegen Öl? Ein Tropfen Öl verschmutzt bekanntlich 600 Liter Wasser. Man sieht, die fahren mit dem Fahrrad in den See. Dann kommt die Polizei doch nicht und sagt, Bruder, das gibt eine Anzeige und du wirst Geld dafür zahlen müssen, dass du jetzt mit dem Fahrrad in den See gesprungen bist. Die sagen, ey Jungs, hier die Omas wollen schwimmen gehen. Nimm dein Fahrrad und zieh durch. Ich sage, die Geschichte ist wahr. Erregung öffentlichen Ärgernisses kann sich die Polizei wahrscheinlich einfach so aus den Fingern ziehen. Verschmutzung kann auch gut sein. Besser als 56% im Chat. Also ich hatte Geburtstag, wurde 16, hatte mich übelst gefreut, weil ich schon lange auf eine Sache gespart hatte, nämlich die Air Jordan 1 Retro High Twist. Keine Ahnung. Und hatte nun mit meinen Eltern und meinem Ersparten das Geld zusammen und habe die Schuhe zu meinem 16. Geburtstag bekommen. Am Abend habe ich noch mit meinen Freunden ein bisschen gezockt, aber wurde etwas zu lange, waren letztendlich 7-8 Stunden, weiß nicht mehr genau. Digga, die Sätze müssen auch irgendwann mal enden. Am Morgen nach meinem Geburtstag hat mein Vater mich angesprochen, warum ich so lange wach war. Ich hatte einfach nur gesagt, ja, wollte halt noch mit meinem Freunden zocken und unterhalten. Mein Vater hat dann nicht ganz so verstanden und meinte, ihr hätte ja am nächsten Tag uns treffen können. Und hat daraufhin mit voller Wut meine nagelneuen Jordan 1 Retro High Twist wieder zurückgeschickt und sie auch nicht mehr wieder bestellt bzw. mir das Geld gegeben. Und jetzt, 3 Jahre später, konnte ich sie mir wieder leisten. Wahr oder falsch? Es geht hier nicht um meine Brille, es geht hier darum, wie das geschrieben ist. Das ist so eine Sache, die immer von den Eltern angedroht werden. Wenn du das und das machst, dann schicke ich deine Sachen zurück. 16. Geburtstag hätte man doch safe die Nacht durchzocken dürfen, oder? Oder die Eltern hätten nachts schon gesagt, Bruder, hör auf zu zocken. 83% sagen, die Geschichte ist falsch und ich sage ebenso, dass diese Geschichte falsch ist. Chat und ich so. Nummer 10. Ich bin 21 Jahre und habe schon über 2 Jahre eine kleine Cannabisplantage, 5 Quadratmeter. Habe auch eine Mutterpflanze, wo ich wöchentlich ca. 26 Stecklinge draus beziehe. Rauche und verkaufe auch mein gutes Homegrow plus Stecklinge und muss sagen, bis jetzt ist auch alles gut gegangen. Ich wünsche, ich könnte sowas legal machen. 5 Quadratmeter. 2,5 mal 2 Meter. Das ist nicht viel. Obwohl, das ist größer als mein Bett. Das ist schon einiges. Das ist schon fett. Mit 21, das passt. Seit 2 Jahren Cannabisplantage. Vollkommen okay. Mutterpflanze, Stecklinge draus beziehen. Passt. Rauche und verkaufe mein gutes Homegrow Stecklinge. Dass alles gut läuft dabei, glaube ich auch. Weil wenn er nur an Homies gibt, wenn das alles so in seiner Bubble passiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Geschichte wahr ist. Chat sagt auch mit 82%, dass die Geschichte wahr ist. Bruder, melde dich bei Instagram. Die Geschichte ist wahr. Wir haben einen Drogendealer unter uns. Ich würde sagen, wir machen noch eine und dann war das ein wunderbarer Test für das Format zum ersten Mal. Ich bin damals in der 5. oder 6. Klasse mit meinem besten Kumpel in der Pause im Klassenraum geblieben. Wir haben irgendwann aus Spaß angefangen, auf den Lehrerstuhl, in den Mülleimer und aus dem Fenster zu pinkeln. Als ich auf dem Fensterbrett stand, kam unsere Klassenlehrerin herein. Ich habe gesagt, ich wollte das Fenster schließen. Daraufhin fragte sie, wieso es auf dem Boden so nass ist und wir meinten, unser Apfelsaft wäre ausgelaufen. Wir mussten dann vor ihren Augen unsere eigene Pisse aufwischen. War todeswitzig und bis heute feiern mein Kumpel und ich uns dafür. Todeswitzig, verstehe ich. Andere Sachen drunter. Ich sag aber so, 5., 6. Klasse, die Leute sind komplett dank. Die Leute drehen komplett am Riesenrad. Grundsätzlich glaube ich, dass es wahr sein könnte. Zweiter Gedanke, die Leute in meiner Community sind zu kultiviert, sind zu stabil, sind zu smart, als dass sie das in der 5., 6. Klasse gemacht hätten. Die Leute bei mir in der Community hätten mal hier und da ein bisschen Scheiße gebaut, aber niemand von denen würde auf irgendwelche Stühle pissen. Diese Geschichte ist Cappity Caplord, sein Urgroßvater. Die hat in irgendeiner Weise einen leichten Wahrheitsgehalt, weil irgendjemand auf einem normalen Klo daneben gepisst hat. Und dann hat sich über die 5., 6., 7., 8. Klasse im Klassenverbund diese Story so hochgeschaukelt, dass die Leute sie so in Erinnerung haben. Der Chat sagt mit 51%, also sehr ausgeglichen, dass diese Geschichte nicht wahr ist. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte nicht wahr ist. In anderen Communities bestimmt, bei mir nicht. Gut, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was wir noch so für Formate machen könnten. Das war meine Community. Wir sehen uns morgen wieder, denn hier kommen tägliche Uploads.